Wer sich für philosophische Fragen interessiert, weiß, dass alles mit allem zusammenhängt. Und ich will in diesem Video mal ein paar Zusammenhänge zeigen zwischen dem, was die Märkte, was die Investoren erwarten und wie sie sich positionieren und was passieren könnte, wenn diese Erwartungen eben dann doch nicht eintreffen sollten. Zum Beispiel, wenn der Dollar plötzlich aufwertet und damit bestimmte Parameter nicht mehr gültig sind, die die Investoren angenommen haben und dann möglicherweise leicht in Schieflage geraten. Schauen wir uns zunächst mal an, was hier in Sachen Positionierung der Fall ist. Wir sehen derzeit eine extreme Long-Positionierung in Aktien, vor allem über Optionen. Das ist hier sichtbar in dieser Grafik. Wir haben also wieder sozusagen eine Rückkehr der Euphorie, gerade in Tech-Optionen, sprich Amazon, Apple. Das hat gestern ja den Markt vor allem nach oben getrieben. Und das ist sozusagen jetzt eine Positionierung vor dem kleinen Verfall, vor dem Verfall der Optionen am kommenden Freitag und vor der Situation, dass Apple heute Abend ja diese Vorstellung wahrscheinlich des neuen iPhones, 5G-iPhones machen wird. Das ist sozusagen schon mal die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass die Märkte annehmen, ja, die Wahl dürfte wohl für die Demokraten ausgehen. Ob das so passiert, muss man sehen, aber es ist eben die Erwartung. Und wenn dem so ist, dann haben wir eine Inflationierung, weil es sehr viel Stimulus geben wird, weil Regularien die Produktion dann teilweise verteuern, was die Verbraucherpreise nach oben bringt. Deswegen geht man davon aus, dass die Anleiherenditen für amerikanische Staatsanleihen steigen werden. Deswegen sind die Investoren eben auch in dieser Richtung positioniert und man ist short im Dollar positioniert, weil man sich eben sagt, ja, die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben so schnell. Gleichzeitig dürfte die Inflation ansteigen. Das dürfte dann den Dollar schwächen. Das ist sozusagen jetzt zunächst mal das Muster, das an den Märkten gespielt wird. Wir sehen, dass es vor allem die Kleinanleger sind, die hier großartig mitmischen. Das hat heute Larry Fink bei der Präsentation der BlackRock-Zahlen klar gesagt. Wir sehen einen Rekord, was da sozusagen an Privatinvestoren mitmischt in Sachen ETFs. Das ist ja die Domäne von BlackRock. The average investor is putting more and more money to work, also der durchschnittliche Investor, der bringt immer mehr Geld sozusagen an die Märkte. Und wir sehen hier in dieser unteren Grafik, dass es vor allem die Optionen auf Einzelaktien sind, die nach oben schießen, weniger die Optionen in Indizes zum Beispiel. Also man wettet eben auf eine Apple oder auf eine Amazon, so wie das gestern der Fall war. Und man wettet das, obwohl man sich sagt, naja, da gibt es einen Zusammenhang zwischen den Tech-Werten im Nasdaq und einem möglichen Sieg der Demokraten. Hier ist mal ein Chartvergleich zwischen dem Nasdaq und der Wettplattform Predicted, der amerikanischen Wettplattform. Die zeigt, dass sozusagen je größer die Chance von beiden zu sein scheint, umso stärker steigt der Nasdaq. Und das, obwohl die Demokraten ja durchaus sehr kritisch sind gegenüber diesen großen Tech-Konzernen, ihnen vorwerfen, Monopolstellungen zu haben. Da gab es ja jetzt praktisch einen Bericht des US-Kongresses, des US-Abgeordnetenhauses, der ja von den Demokraten mehrheitlich geführt wird, wo ganz klar gesagt wird, die missbrauchen ihre Monopolstellung und das müssen wir aufbrechen. Also warum auch immer dieser Zusammenhang besteht, aber er besteht scheinbar. Und wir haben jetzt die Situation als nächster Punkt mit dieser ganzen Stimulus-Thematik, dass der offenkundig immer nötiger wird. Denn wir sehen das jetzt sozusagen auch im Gefolge der zweiten Corona-Welle oder der Herbstwelle des Coronavirus. Jetzt der City Economic Surprise Index, der bemisst, wie die Konjunkturdaten reinkommen in Relation zur vorherigen Erwartung, dass der relativ deutlich nach unten geht. Das ist ein Phänomen, das wir jetzt fast weltweit sehen. Das wird dazu führen, dass dieser Stimulus eben immer nötiger ist und je schneller er kommt, desto besser für den Konsum. Und was wir hier sehen, das sind die projizierten auf Google-Nachfragen, Google-Suchen projizierten Daten für den Einzelhandelsumsatz in den USA und da sieht Oktober negativ aus. Man wird also wohl eine Minuszahl diesmal vor dem Komma haben für den Konsum in den USA, der ja so wichtig ist für die amerikanische Volkswirtschaft. Also wir sehen auch, dass diese Daten hier langsam nach unten weisen. Und da ist natürlich jetzt Stimulus gefragt und Donald Trump hat heute gesagt, Stimulus, go big or go home, also macht es groß oder geht nach Hause. Und das ist durchaus auch wörtlich gemeint, denn da ist jetzt ja eigentlich schon die Wahlperiode abgelaufen. Die Abgeordneten reisen eigentlich nach Hause. Jetzt hat Mitch McConnell, der
Führer der Republikaner im Abgeordnetenhause, nochmal gesagt, okay, wir werden nächste Woche versuchen, eine Wahl stattfinden zu lassen über ein Paket von 500 Milliarden Dollar. Das geht dann wohl vorwiegend eben in kleinere Businesses, also man versucht damit kleinere Geschäfte zu unterstützen. Mal sehen, ob die Demokraten da zustimmen, aber das ist wohl der letzte Versuch, wie Mitch McConnell gesagt hat, das Ganze nochmal hinzukriegen. Ansonsten dürfte man eher nach Hause gehen. Und die Frage ist, was passiert denn jetzt, wenn dieser Stimulus nicht kommt? Und da hat sich heute JP Morgan geäußert, respektive Jamie Dimon, der Chef dieser Bank, der größten Bank in den USA. Und man hat vorwiegend geguckt eigentlich auch, wie schaut es denn mit den Kreditrückstellungen aus? Ist es so, dass JP Morgan als Bank, die natürlich über Kreditkartendaten verfügt, die wahnsinnig viel Daten hat und hier ein Gespür dafür haben kann, wie die Lage ist. Und man hat jetzt hier zum Beispiel nur sehr, sehr wenig Risikovorsorge betrieben, hat etwas über 600 Millionen Dollar an Rückstellungen für mögliche notleidende Kredite hier hinterlegt. Das ist deutlich weniger, als der Markt erwartet hat, nämlich über 2 Milliarden. Das hat man zunächst als positives Signal gesehen, ebenso wie die wirklich guten Zahlen von JP Morgan. Aber dann hat JP Dimon in einem Interview gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, wie das wird. Wir rechnen erstmal nicht mit einem Stimulus vor der Wahl. Aber es kann sein, dass wir da 10 Milliarden weniger sozusagen eigentlich hier an Problemen haben oder 20 Milliarden mehr, keine Ahnung. Das ist eben sozusagen diese Unsicherheit, die jetzt entsteht. Man taucht so ein bisschen im Dunkeln, hat man den Eindruck. Und wir haben den Tweetometer, also praktisch das, was Donald Trump absondert über die Aktienmärkte. Und wir sehen ja hier einen klaren Zusammenhang. Wenn die Aktienmärkte nach oben gehen, dann steigt die Twitter-Zahl, weil es ist ja natürlich das Verdienst des Präsidenten. Wenn die Aktienmärkte fallen, dann herrscht eisernes Schweigen, weil dann ist es natürlich nicht die Schuld des Präsidenten. Jetzt sind wir schon wieder auf einem ziemlichen Hoch, was diese Tweets von Donald Trump betrifft. In der Vergangenheit ist dann so mit kleinem Abstand meistens ein ziemlicher Abverkauf entstanden. Mal sehen, ob das sozusagen wieder ein Indikator dafür ist. Die Wahl bleibt nach wie vor ein Unsicherheitsfaktor, auch wenn die Märkte gestern so getan haben, als gäbe es da keine Unsicherheit mehr. Wir sehen jedenfalls, dass das Wahlaufkommen schon sehr, sehr hoch ist. Wir sehen in Georgia etwa Early Voting, da stehen die Leute an, teilweise in riesigen Schlangen kann man jetzt schon wählen. Da werden auch Senatsabgeordnete gewählt, nämlich zwei Stück. Und es gibt also offenkundig eine große Motivation, diesmal an dieser Wahl teilzunehmen, eine viel größere als damals 2016 Trump gegen Clinton. Und das könnte den Demokraten helfen, denn es ist so, dass, was jetzt Briefwahl betrifft, auch sich eine viel, viel höhere Beteiligung abzeichnet, etwa Faktor 10 im Vergleich zum selben Zeitraum vor 4 Jahren. Also da ist sozusagen eine andere Motivation. Da geht es jetzt um was, diese Wahl ist relevant. Vorher hat man sich gesagt, die Clinton, die mag ich nicht, den Trump, den kenne ich nicht, was soll ich da machen? Will ich Trump oder ich bleibe zu Hause? Die Demokraten konnten damals also ihre eigentliche Wählerklientel offenkundig nicht motivieren. Das könnte jetzt das Ass sein für die Demokraten, dass das eben gelingt. Wir werden sehen. Insgesamt mehr Stimulus vor der Wahl. Natürlich, alle wollen das, aber die Frage ist, wie kriegt man es hin? Wir haben jetzt schon, weil die Aktienmärkte ja diesen Stimulus eigentlich längst eingepreist haben, eine Marktkapitalisierung der US-Aktienmärkte von 186,6%, unnötig zu erwähnen, dass das ein absolutes Allzeithoch ist. Das BIP ist ja durchaus geschrumpft, während die Aktienmärkte gestiegen sind. Und hier eines der Dinge, die so wahnsinnig sind, ist hier von Joel Greenblatt beschrieben. Der sagt, wenn man jede Firma gekauft hätte im Jahr 2019, die mindestens eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar hat und Verluste macht, dann hätte man jetzt seit einem Jahr einen Gewinn von 65% erzielt. Also wenn man praktisch den Mist kauft, dann steigt auch der Mist. Praktisch in unruhiger See wird der Dreck nach oben gespült und das ist hier auch der Fall. Also man sieht, dass hier Bewertungen keine Rolle spielen, Geschäftsmodelle scheinbar keine Rolle spielen. Hauptsache, man kann irgendwas kaufen, weil die Vermögenspreise wie Aktien ja ständig steigen. Aber es könnte Gegenwind gegen diese These geben, dass alles immer nur steigt, wenn nämlich der Dollar steigt. Denn das ist Gegenwind für die Aktienmärkte, das ist Gegenwind für die Edelmetalle, das ist Gegenwind für den Risk-on-Trade. Und wir sehen hier nach wie vor ist dieses eigentlich bullische Setup im kurzen Zeitfenster für den US-Dollar intakt. Wenn wir jetzt vor allem dieses Hoch, das wir kürzlich gesehen haben, nochmal überschreiten, dann könnte da
durchaus etwas passieren, zumal eben die Marktpositionierung, wie wir hier sehen, sehr, sehr short im Dollar ist. Man geht also eben, weil Stimulus kommt etc., weil die Demokraten gewinnen, damit mehr Schulden aufgenommen werden, geht also von einem schwächeren Dollar aus. Dementsprechend hat man sich positioniert und ein schwächerer Dollar wäre auch schlecht für die Emerging Markets, die ja sehr, sehr gut gelaufen sind. Die haben jetzt praktisch ihr Niveau schon erreicht von vor der Corona-Krise, das Hoch von vor der Corona-Krise im Frühling. Und das liegt natürlich auch darin, dass der Dollar schwach war. Das ist für die Schwellenländer und ihre Unternehmen gut, die ja in Dollar verschuldet sind überwiegend. Dementsprechend sind die Emerging Markets jetzt sogar besser gelaufen als die amerikanischen Aktienmärkte in Gestalt des S&P 500. Aber kommen wir nochmal zurück zu den realwirtschaftlichen Daten. Wir haben heute einen sehr, sehr schwachen ZDW-Index gesehen aus Deutschland. Da war die Erwartung sehr, sehr viel höher. Die Erwartungen sinken eben A, wegen der Unsicherheit um die US-Wahl, die man hierzulande scheinbar etwas ernster nimmt. Und auf der anderen Seite, weil eben jetzt diese Corona-Welle wieder zu kommen scheint. Das verunsichert die Anleger noch, ist nicht so wahnsinnig viel passiert, aber man hat eigentlich mit einem besseren Wert als im Vormonat gerechnet. Das ist nicht der Fall gewesen, sehr, sehr deutlich verfehlt. Und wir haben heute auch Daten aus Deutschland zu den Verbraucherpreisen gesehen. Hier die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie. Und das stürzt regelrecht ab. Wir haben also in Sachen Inflation, zumindest wie sie offiziell definiert ist, Null Inflation. Die tendiert wirklich gegen Null. Dafür haben wir umso heftigere Entwertungen, was Geld betrifft, in Sachen Immobilienmärkte und natürlich Aktien. Das ist sozusagen der Reflationstrade, der hier auch gespielt wird. Ja, die Inflation wird kommen, aber die wird sich vorwiegend in den Vermögenspreisen widerspiegeln, so die These des Marktes. Das wollte ich eigentlich nicht zeigen. Das ist die Grafik, die immer zeigt, wer eigentlich die Wahl gewinnt. Wenn jetzt der Oktober weiter gut läuft, dann würde das für Donald Trump sprechen. Aber wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend. Und die Frage ist, ob ihr sozusagen dieser Lauf jetzt weitergehen kann der Aktienmärkte. Wir sehen heute als einzigen Index im Plus wieder mal den Nasdaq. Alle anderen sind teilweise mehr, teilweise weniger deutlich im Minus. Also eine leichte Verschnaufpause oder Trendwende. Wir werden sehen. Apple wird heute wichtig, dann der Verfall wird wichtig, Stimulus wird wichtig. Das sind so die Themen, die jetzt in den nächsten Tagen gespielt werden. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.